Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Crash Bandicoot 4. It's about time. Ja, Vereinbarung akzeptieren. Ja, während ich da durchscrolle, gibt es mal ein paar Infos. Nachdem ich New Super Luigi U fertig habe, ist jetzt erstmal auf meinem Kanal Schluss mit oder halt Pause mit 2D Jump'n'Runs und wir gehen auf einen 3D Jump'n'Run. Das war Crash Bandicoot 4. Ich habe ja Crash Bandicoot 1, 2, 3 privat durchgezockt. Das ist allerdings blind. Ich habe lange auf einen Nachfolger der Crash Bandicoot Trilogie gehofft. Und der ist letztes Jahr im Oktober, war es glaube ich, erschienen. Und damals hatte ich noch keine Zeit, weil damals war ich noch im Militär. Danach hatte ich erstmal andere Spiele, die ich let's playen wollte. Und nun habe ich mich dazu entschieden, das jetzt zu let's playen. Blind. Und ja, das machen wir. Naja, komm, das mache ich jetzt mal schneller. Ja, zustimmen. Ich hasse es. Registrieren, das mache ich jetzt mal schnell. Gut, jetzt musste ich nochmal cutten. Und nun sind wir da und können einen Speicherplatz wählen. Wir nehmen natürlich gleich den hier. Initialen. Ich nehme jetzt einfach mal für Cola sucht die LP CLP. Spielstil wählen, modern. Wenn du stirbst, geht das Spiel immer am letzten Checkpoint weiter. Retro. Du hast eine begrenzte Anzahl Leben. Wenn alle aufgebraucht sind, musst du den Level neu starten. Achso, das ist quasi mit Game Over. Ich hätte gesagt, weil Retro schwierig ist, nehmen wir Retro. Was haben wir denn da für Optionen? Achso, das könnte ich eh noch ändern. Okay, dann hätte ich gesagt, starten wir. Endlich hab ich, der große Neokortex, dich dort, wo ich dich haben will. Und jetzt der letzte Schlag. Still, du Dummkopf. Sie ist ein Entropy. Es wird schief gehen. Wieder. Wenigstens versuchen Uka Uka und ich uns zu befreien. Ich werde mir dein hirnverbranntes Gefasel kein weiteres Jahrzehnt lang anhören. Oder dein Kauen. Ist er tot? Lass ihn. Er hat ausgedient. Eine große Macht ist erwacht. Crash. Ich fürchte, sie weist auf ein Ereignis hin, das die Realität erschüttert. Ich spüre, wie sie vom Insanity Peak ausgeht. Schnell, wir müssen los!
Crash! Crash! Joa, dann geht's wohl gleich los. Dann kommen wir zuallererst, was kann Crash Bandicoot? Ich weiß es selber nicht genau. Wie gesagt, das ist bei mir komplett blind. Ich habe nur einen Trailer gesehen, ein paar Trailer haben wir angesehen. Ich habe keine Let's Plays angesehen. Ah, lol. Das erste Crash Bandicoot. Hier Musik. Er kann springen, er kann laufen, er kann diesen Treter da. Er kann den Wirbler in der Luft wirbeln. Und er kann eine Stampfattacke, wo er sich auf. Wo er sich selber aufs Maul gibt. Geil. Dann kommen wir zur Story. Nachdem in Crash Bandicoot 3 Uka Uka und Dr. Neocortex in die. Nach dem finalen Bosskampf in die Hard zeigen. Ah. In die Zeit verbannt, ins Zeitlose verbannt wurden. Haben sie es hier wieder geschafft. Also. Uka Uka. Und Neocortex wieder zurückzukommen, beziehungsweise Uka Uka weiß man nicht, was mit ihm los ist, ob er tot ist, keine Ahnung. Und halt der eine Typ, dieser Uhrentyp, heißt der Dr. Insanity, kann das sein? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ansonsten, ja, grafisch sieht das geil aus. Springe auf den Tür, um den Countdown zu starten, alles klar. Schnell, wir müssen los. Ja, ich bin eh schon da. Da ist ein Checkpoint. Akku schützt sich vor Schaden. Akku, Akku. Okay, was ist das? Ah. Ha. Ah. Trophäe erhalten, Höhenkrankheit. Okay. Verpiss dich. Ja, ich spiele das Spiel auf der PS4. Ich weiß gar nicht, für was es alles erschienen ist. Ich glaube PC, PS4 und Xbox One. Ob es jetzt für die, Konsolen der neuen Generation, also PS5 und, Xbox One X erschienen ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ebenfalls weiß ich nicht, ob das Spiel auch für what the fuck? Nintendo Switch erschienen ist. Für Wii U auf jeden Fall nicht, aber für Nintendo Switch kein Plan. LOL! Das ist neu! Das gefällt mir. Checkpoint. Verpiss dich. Verpiss dich. Das sind interessante Gegner. Verpiss dich. Aua. Ah, da ist eine Todesanzeige. Lol. Na toll. Arschloch. Ich nehme erstmal wieder Akku mit.
Piss dich. Na, piss dich. Rüber. Springen. 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 Checkpoint. Was ist das? Bonus? Ja. Gibt es auch immer in den Spielen, gab es auch schon früher und das war Fail. Ich muss mich ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen. Das ist halt eben nicht NSMBU oder so. Was ich halt aktuell ziemlich aufgespielt habe. Vor allem muss ich mich an dieses 3D wieder gewöhnen. Halten zum Höherspringen. Aha. Zack. Gut. Ich glaube, man muss immer eine gewisse Anzahl sammeln, dass man die Diamanten auf Abwägen hier holt. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass wir hier quasi die 100% holen, indem wir einfach immer die Diamanten holen. Muss ich mich aber erkundigen, was die zu bedeuten haben, ob das überhaupt Sinn hat, die zu sammeln. Aber wenn es Sinn hat, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich es machen. What the fuck, ey. Also in Crash Bandicoot war es eigentlich schon immer ein bisschen der Fall, dass eine kleine Nebenaufgabe war, alle Kisten zu zerstören. Checkpoint. Den haben sie hier bisher nicht gespart. Das Spiel soll aber anscheinend noch relativ schwierig werden. Wenn ich mir das hier so ansehe, das ist das erste Level. Und ich frage mich eigentlich, ob das hier auch mal ein Ende hat oder ob das Level hier quasi endlos ist. So, komm, 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 komm. Ja, oh, Alter. Beinahe wäre das in die Hose gegangen. 102 von 104. 103 von 104, okay. Ah, Edelsteine und Skins. Edelsteine schalten Skins frei. Verdiene Edelsteine, indem du Kisten zerbrichst, Wumpers sammelst, versteckte Edelsteine findest und Level in 3 oder weniger Leben abschließt. Okay, also was ich nicht machen werde, sind alle Kisten zerstören, weil das wäre auch ein bisschen assi. Das werde ich nicht machen. Ich werde das also nicht zu 100% durchspielen, wenn das dazu gehört. Also, nein, out. Gut. Okay, das gab es auch noch nicht so wirklich. Ach du Scheiße, also an dieses 3D muss ich mich auch gewöhnen.
Sammeln wir mal alles ein. So, weiter. Checkpoint. Gott, ey. Aber grafisch sieht es echt geil aus. Ah, okay. Ich habe Aku-Aku verloren. Aha, die habe ich im Trailer gesehen. Die kommen und gehen, diese Blöcke. Bonus. Die habe ich im Trailer schon gesehen. Kreis halten und Doppelsprung mit XX. Aha. Danke fürs Extra-Leben. Okay. Fuck. Aber theoretisch müsste... Ja, zählt als Checkpoint. Also die Bonus zählen immer als Checkpoint. Und halt die Checkpoint-Blöcke. Aber das ist eh logisch. Ach du Scheiße. Jetzt langsam ist das Niveau schon. Fuck. Man muss hier wirklich sofort auf diese... Fuck. War klar. War klar. Und ich muss jetzt das nochmal machen, oder? Yep. Ich meine, ich nehme es mir jetzt nicht als Ziel, aber ich möchte dennoch zumindest versuchen, immer ja, okay, jetzt scheiß drauf, aber das ist ein ziemliches Rätsel hier. Vor allem... Ja, das meine ich mit, ich muss mich an das 3D gewöhnen. Egal. Alles klar. Lani Loli. Das sind geil. Oh, oh, okay. Ich weiß, was die damit. Okay, das soll so ein. Ja. Den hole ich noch. Ah, diese versteckten Edelsteine, aber wie gesagt, ich mache keine 100%, das habe ich entschieden jetzt, weil ich habe keinen Bock, jeden einzelnen Block einzusammeln. Kann ich da auch, jawohl, man kann auch rüberspringen. Man kann unten durch als auch rüber. Ich werde dennoch versuchen, so viel wie möglich zu sammeln, aber keine 100%. Aber ich mach's nicht so
in Anführungszeichen krampfhaft 100% wie in NSMB oder so. Also in den Mario-Spielen dort lasse ich mir die 100% gefallen, aber hier, wenn ich hier mal was auslasse, dann werde ich nicht irgendwie cutten und offscreen nachholen, sondern dann war's das halt. What the fuck? 80 von 86, ja, 6 haben wir übrig gelassen, aber ist halt so. Insanity Peak, Level abgeschlossen. LOL. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Crash, wer ist das? Lani Loli? Wenn die Quantum-Masken zurück sind, dann... Hey, Akku, wie... Ist das ein Quantumspalt? Es ist wohl eine Tür zwischen Dimensionen. Ja, ja, und sie sollte geschlossen sein. Wir müssen durchgehen, meine Geschwister finden und sie schließen, bevor irgendein Hauk mit dem großen bösen Plan und noch größerem Ego was total Dämliches anstellt. Uka Uka hat uns ahnungslos eine tolle Zukunft beschert. Wenn mein Entropia ist da. Achso. Werden wir bald die Macht über Zeit und Raum in der Hand haben. Engine Embryo. Ihr habt ein paar Projekte, von denen ihr erzählen wollt. Meister, mein mechanisches Wunder hypnotisiert eine Armee für dich. Und mein Trank macht mich sie unaufhaltsam. Fein schön, viel Spaß mit euren Strahlenkanonen und so. Jetzt beeilt euch. Meinen Berechnungen zufolge handeln unsere Feinde bereits gegen uns. Und wir werden siegen. Dimensionskarte. Okay. Ja, also die Story. Krank wie immer. Aber dass Crash Bandicoot nicht so eine billige Story hat wie New Super Mario Bros., das sollte bekannt sein. Dimensionskarte. Willkommen zur Dimensionskarte. Hier kannst du Level zum Spielen wählen. Zwischen Crash und Coco tauschen, Skins wechseln und Level wiederholen, um Zeitkämpfe zu meistern. Ausgezeichnet. Das war anscheinend schon die erste Welt. Wie hießen denn die Level? Insanity Peak und Böses Erwachen. Insanity Island haben wir damit wohl abgeschlossen. Und dann war es das wohl mit diesem Part. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit Gefährliches Ödland 2084. Ja, ist halt auch dabei. Rutschparty heißt das Level. Ah, das wären diese Skins. Ah, die haben wir freigeschaltet, dadurch, dass ich angemeldet habe. Was ist da? Ja, dann würde ich sagen, präsentieren wir mal zumindest die 4 Skins. Und da beginnen wir dann im nächsten Part. Ja. Aber so damit, das zeige ich dann im nächsten Part. Ja, dann war's das für diesen Part. Wenn ihr euch auf das Projekt freut, und zwar so krass wie ich, und ihr beim nächsten Part wieder einschaltet, dann lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ich wünsche euch Tschüss.